Yo, Pandas, und willkommen zu einer kleinen weiteren Folge der FIFA 17 Karriere mit VfL Bochum. Und ihr seht schon im Hintergrund heute gegen Hannover, gegen den Ersten. Ein Topspiel, das zu Gast auch noch hier stattfindet. Wir in letzter Zeit ja doch nicht mehr ganz so gut in der Liga. Aber wir hoffen einfach mal, dass das jetzt besser wird. Heute Meier auch mal von Anfang an, da Stiepermann noch angeschlagen ist. Vuko darf heute natürlich auch wieder spielen, genauso wie Hoogland. Die haben ja jetzt alle ein bisschen Pause gehabt, von daher sollte das ja eigentlich passen. Und wir starten einfach mal rein und hoffen, dass wir heute gegen Hannover, gerade gegen Hannover, müssten wir eigentlich ja, die Wende kriegen. Ob wir das wohl gegen Hannover hinbekommen, ist die andere Sache. Das wird noch interessant hier. So, Hannover ja bisher Erster mit wenigen Gegentoren, soweit ich weiß. Weit Bester in der Liga. Und wir hier als Bester, also auch noch der Kampf der besten Verteidigung so gesehen. Wenn man das jetzt mal so sieht. Und das wird interessant. So, Uffe-Bech, jetzt Klaus. Füllkrug, Bech, wieder Füllkrug und der haut erstmal direkt den Ball drauf, aber Riemann ist da. Perfekt. So, Bech jetzt mit der Ecke, direkt zum Anfang hin, sehr gefährlich hier, die Hannoveraner. Riemann hat den Ball noch einmal. So, sehr schön. Ball auf Bandowski. Bandowski mit dem Ball auf Stefaniak. Stefaniak täuscht den Ball an, legt den Ball auf Wurz. Wurz auf Eisfeld. Eisfeld, oh Gott. Hoffmann und Albornoz. Jetzt Bakalors und Stefaniak dazwischen. Sehr schön. Aber leider wieder Hoffmann am Ball. Jetzt Hübner. Mit dem Ball weiter auf Oliver Sorg. Und der bleibt auch am Ball hier. Und dann haut Hoogland ihn aber richtig um. Sané kriegt den Ball trotzdem. Legt den Ball auf Füllkrug. Jetzt im Bech. Und dann ist Vukur da. Und Eisfeld mit einer schönen Grätsche. Trotzdem bleibt hier Hannover am Ball mit Bakalors. Jetzt Füllkrug auf Klaus. Und jetzt Vukur, sehr schön. Hoogland, Eisfeld, Davidovic, Wurz mit dem Ball nochmal auf Davidovic und dann ist der Ball wieder weg. Verdammt, das gibt es nicht. Sané, Hoogland, Eisfeld, wieder Hoogland mit dem Ball nochmal auf Stefaniak, Stefaniak mit dem Ball auf Wurz, Wurz mit dem Ball auf Stefaniak und Stefaniak kriegt den Ball dann nicht geschossen. Wurz aus der Drehung, macht da nichts, raus und jetzt ist wieder Hannover am Ball. Das gibt es doch nicht. Sané jetzt gegen Hoogland. Na, was macht Hoogland da? Hoogland kriegt den Ball, sehr schön. Hoogland erkämpft sich den Ball, legt den Ball auf Meier, Meier verliert den Ball. Hübner und jetzt Klaus, Benchop und Celozzi gegen Sané jetzt. Jetzt Klaus gegen Bastians. Bastians kriegt den Ball, legt den Ball jetzt aus. Und das gibt jetzt erstmal nachträglich die gelbe Karte für Hoogland. Die Aktion ist vielleicht schon 8 Minuten her, aber das lässt sich der Schiedsrichter natürlich nicht entgehen. Und jetzt Klaus mit dem Ball. Und jetzt ist Vuko da. Sehr schön Hoogland. Und, oh Gott, Sané. Und Riemann hat den Ball. Sehr schön. Riemann legt den Ball jetzt auf Stefaniak. Davidovic. Davidovic mit dem Ball auf Eisfeld. Eisfeld auf Meier. Meier legt sich den Ball einmal vor. Täuscht den Ball dann an. Flankt den Ball dann. Da steht Wurz. Oder auch Hübner und der Ball ist drin. 1:0 für Bochum. Endlich führen wir mal endlich wieder. In der 22. Minute. Und das ist sehr schön gemacht hier. Von dem lieben Meier, der hier den Ball schön auf Wurz legt. Und Wurz macht das 1:0. So kann es gerne weitergehen. Wurz hier mit seiner Vorlage. Also mal gut, dass wir vielleicht auch mal einfach auf andere Spieler als immer nur die Stammspieler halt setzen. Vielleicht müssen wir halt auch echt mal anfangen, zum Beispiel auch mal, wie ja oft schon gebeten wurde, Quaschner zum Beispiel mal reinzubringen. Wenn es jetzt wirklich nicht besser wird offensiv, könnte so etwas auch mal die Änderung geben, wenn man dann einfach mal einen anderen Stürmer reinpackt, der vielleicht sonst nicht so oft spielt. Könnte da vielleicht dann doch auch nochmal so eine kleine Motivation, Spritze für ihn sein. Vuko sehr gefährlich. Celozzi hat den Ball, aber jetzt Davidovic. Hoogland wieder Davidovic. Davidovic auf Wurz. Wurz mit dem Ball nochmal auf Davidovic. Davidovic wartet, bis Meier da kommt. Und Meier gegen Klaus. Da behält Klaus den Ball, aber Meier erkämpft sich den Ball hier leider nicht nochmal zurück. Aber trotzdem guter Zweikampf hier von Meier. Schade.
So, Stefaniak mit dem Kopf jetzt vielleicht. Ne, Bech kriegt den Ball. Jetzt Oliver Sorg am Ball. Mit dem Ball auf den Bech. Der ist da viel zu gut durch. Und dann ist da Wuko. Und das war ein Foul. Oh Gott, das gibt rot. Wahrscheinlich wegen Notbremse. Und ja, das ist die rote Karte. Das sieht man jetzt schon. Wuko mit der roten Karte. Wir nur noch zu 10. Eieiei. Wuko gerade erst wieder drin. Und schon kriegt er die rote Karte. Da dachte ich eigentlich, er kriegt den Ball vielleicht gut gegrätscht, aber leider ein Tick zu spät. Also wirklich nicht lange zu spät. Man hat ja gesehen, er hat sogar noch den Ball getroffen und so weiter. Wäre es ein bisschen früher gewesen, hätte er nur den Ball weggegrätscht. Und das wäre dann auch perfekt gewesen. So wie wir es hätten gebraucht. Aber so leider jetzt die rote Karte. Oh Gott, so, Benchop auf Bech, wieder Benchop und jetzt der Ball auf Bastians. Schelotzi, so. Maja, müssen wir jetzt natürlich überlegen, wie machen wir es jetzt? Holen wir uns jetzt noch einen Innenverteidiger wieder rein? Oder spielen wir jetzt erstmal so weiter mit drei Innenverteidigern? Mit drei Verteidigern und einem Innenverteidiger? Oder wie machen wir es? Das wird jetzt die Frage sein, denn so sind wir natürlich hinten sehr offen. Und das sieht man jetzt auch, aber Bastians klärt mal nochmal. Wir müssen irgendeinen anderen Spieler rausnehmen. Und ich glaube, da trifft es dann Hoogland. Hoogland hat nämlich auch schon die gelbe Karte, deswegen bietet sich das doch ganz gut an, da dann Fabian lieber reinzubringen jetzt. So, Sané mit dem Ball. Schelotzi, Klaus und wieder Schelotzi. Und jetzt gibt es den Freistoß. Okay. So, Hoogland jetzt draußen. Fabian hat dann den Ball direkt erstmal weggeköpft. Hoogland zwar bisher eigentlich mit einer ganz guten Partie, aber ja, es ist halt so der Spieler, der da am ehesten noch aufgefallen ist durch diese gelbe Karte. Wen man hätte rauspacken können. Ich hätte jetzt natürlich auch sagen können, wir bringen den Jugendspieler raus, aber der hatte gerade ein richtig gutes Spiel und das wäre einfach nicht gut für sein Selbstvertrauen auf der einen Seite, auch wenn er dann schon nach 45 Minuten raus müsste. Nur um einen Innenverteidiger zu ersetzen. Ich glaube, das wäre nicht ganz so gut. So. Okay. Wir gehen jetzt auch mal auf defensiv. Dadurch, dass wir schon führen und jetzt einen ZDM weniger haben, könnte das dann am Ende uns auch nochmal diese drei Punkte hier retten, die wir unbedingt bräuchten. Einfach diesen ganzen Sieg. Der wäre schon für uns unglaublich wichtig. Und jetzt Eisfeld mit dem Ball auf Davidovic. So, zur Halbzeit hier 1:0. Mal sehen, was wir hier jetzt schaffen. Erstmal Wurz jetzt am Ball mit dem Ball auf Eisfeld. Eisfeld einfach mal aus der Entfernung. Und der Ball ist drin. 2:0 in der 47. Minute. Wenn es läuft, dann läuft es in unserem Team. Oh mein Gott, endlich. Durch die Beine und dann perfekt rein. Warum geht sowas denn nicht vorher? Warum denn alle möglichen Spiele 0:0 oder sonstiges und jetzt dann gegen Hannover 2:0. Vielleicht auch endlich wachgerüttelt. Dadurch, dass wir momentan noch nicht mal mehr den Anschluss an die an die Aufstiegsplätze haben, eher gesagt. Wir sind ja momentan, sogar wenn wir das gewinnen, nur Fünfter und nicht, wie wir es sonst immer gewesen wären, irgendwie auf einen der drei Aufstiegsplätze. Also zweiter oder halt dritter den Relegationsplatz. Und gerade sowas könnte uns jetzt gerade wachgerüttelt haben. Hoffe ich zumindest mal, dass das in den nächsten Spielen dann genauso gut läuft. Denn das läuft jetzt gerade hier ja wie am Schnürchen eigentlich. So, Meier täuscht mal an. Also außer die rote Karte halt. Aber Meier, Eisfeld und Co. Die zeigen hier, dass sie doch noch eigentlich Tore schießen können. Stefaniak leider auf Czauner jetzt. So, Meier mit dem Ball. Flankt den Ball auch rein und da ist Eisfeld leider nicht. Der läuft dann nicht richtig rein. Schade. Das wäre die nächste Chance gewesen. So, Klaus jetzt auf Sané, Benchop, Füllkrug und Sorg. Okay, Davidovic, Stefaniak, Eisfeld auf Bandowski. Sehr schön. Wir können hier ja jetzt vollkommen sorglos aufspielen. Das ist ja das Schöne. Durch dieses 2:0. Haben wir nicht mehr ganz so einen Druck. Denn ein 1:0 haben wir schon oft gehabt, haben wir dann aber oft auch wieder vergeben. Jetzt aber mit einem 2:0, das ist schon ein bisschen schwieriger für einen Gegner.
Gut, für Hannover natürlich trotzdem nicht unbedingt unmachbar, aber trotzdem schon ein bisschen schwieriger. So, Davidovic jetzt mit dem Ball auf Bandowski. Jetzt Eisfeld. Wurz. Und Wurz mit dem Ball auf. Ach, schade, Meier. Aber Meier kriegt den Ball da nicht. Sané. Albornoz. Albornoz gegen Chelozzi. Mal sehen, wer setzt sich durch. Albornoz setzt den Ball auf Benchop. Jetzt Sané. Und jetzt wieder Albornoz gegen Bastians. Und Ball auf Bandowski am Ende. So, Meier verliert den Ball da. Oh Gott. Jetzt Benchop. Meier liegt da am Boden und der Ball daneben. 70. Minute. Wir machen gleich nochmal einen Wechsel. Und Prip kommt jetzt auch nochmal rein für Klaus. Und Davidovic, Eisfeld. Jetzt Wurz auf Eisfeld. Davidovic, wieder Wurz. Jetzt Chelozzi, Eisfeld. Eisfeld sieht da Wurz, Wurz. Ah, hätte doch nur noch abziehen müssen. Schade. Harnik. Benchop und Bakalors. Jetzt Soak, Benchop, Prip und Bastian. Sehr schön, aber mit einem Foul. Oh Gott, okay. Aber keine Karte, sehr schön. Bastians läuft an. Und der Ball wird aber nicht eingeklärt. Aber jetzt Bastians ganz vorne, ganz alleine. Nur noch gegen Hoffmann und gegen Benchop. Bastians täuscht den Ball einmal an. Nur noch gegen Czauner, macht das 3 zu 0, das gibt es nicht. 76. Minute, Bastians mit diesem Vorlaufen. Perfekt. Täuscht den Ball dann nochmal gegen Benchop an und holt sich damit die Kugel. Perfekt. 3 zu 0 gegen Hannover. Warum geht das denn erst gegen Hannover? So, jetzt kommt nochmal Stiefermann rein, der hat es sich verdient. Und Lorenzen darf auch nochmal rein. Mal sehen, wie das jetzt noch wird. Oh Gott. Perfekt. Also das war jetzt nicht schlecht. Meier hat auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel gemacht, finde ich. Dafür, dass er halt dieser Jugendspieler ist. Und ich glaube, er könnte wirklich auch mal ruhig Stiefermann ein bisschen ersetzen. Denn Stiefermann braucht, glaube ich, auch immer mal wieder auch eine Pause. Und ich glaube, da ist. Oh Gott. Der Ball an den Pfosten. Und jetzt Hoffmann. Bastians klärt den Ball nochmal. Und jetzt Hoffmann mit dem Ball auf Benchop. Aber da ist Bandowski und jetzt Sané, Harnik und der Ball von Bastians geklärt. Das gibt es nicht. Jetzt Davidovic mit dem Ball spielerisch raus. Jetzt Stiefermann läuft nochmal an. Jetzt kommen da die frischen Spieler von uns. Und jetzt Lorenzen. Lorenzen legt den Ball auch nochmal hoch auf Eisfeld. Eisfeld kriegt den Ball aber nicht. Das gibt es nicht. Schade. Harnik und jetzt. Oh Gott! Bastians gerät statt dem falschen Spieler um und Bakalors wird dann nochmal von Fabian gut geklärt. Und das gibt jetzt die gelbe Karte für Bastians. Auf einen Spieler ohne Ball gegrätscht. Eieiei. So, Eisfeld läuft jetzt genauso an wie gerade Bastians. Aber leider diesmal nicht so der Ball. Aber Riemann jetzt mit dem Ball auf Eisfeld. Da ist jetzt aber Harnik dazwischen. Prip und Eisfeld. Sehr schön. Davidovic. Jetzt Stefaniak mit dem Ball auf Hübner. Und Stefaniak ist gut durch. Oh mein Gott. Als ob. Stefaniak auch nochmal. Stefaniak an den Pfosten. Das gibt es nicht. Das wär's gewesen. Ein 4 zu 0 gegen Hannover. Das wär's doch jetzt gewesen. Oh mein Gott, Fabian. Jetzt Stiefermann. Stiefermann mit dem Ball auf Eisfeld. Eisfeld legt den Ball leider nicht nochmal auf Stiefermann. Schade. Prip. Und jetzt Sané. Wir können aber komplett zufrieden sein mit diesem Ergebnis von der Partie. Das war nicht schlecht. 3 zu 0. Unglaublich gut gespielt, würde ich jetzt mal sagen. Hannover hier zwar auch mit unglaublich vielen Chancen, aber auch wir mit vielen Chancen. Also allgemein ein sehr torreiches und sehr chancenreiches Spiel hier. Und am Ende können wir es für uns entscheiden und sind auf dem fünften Platz geblieben erstmal. Also an Fürth vorbei halt. Aber wir haben ja jetzt noch ein Spiel gegen Düsseldorf. Und Düsseldorf ist auf dem zweiten Platz. Das heißt direkt wieder ein Topspiel. Verunsichern wir nochmal die Düsseldorfer. So, Vucur gesperrt für ein Spiel, aber Vucur jetzt im letzten Spiel nicht allzu wichtig, wenn man es mal so sagt. Dadurch, dass er ja sehr früh gegangen ist vom Platz, haben wir das zu 10 sogar sehr gut da noch gespielt. Falke verbessert sich erstmal auf die 52. Sehr schön.
Und ich würde sagen, dass wir gegen Düsseldorf, wenn es so klappt, dann sogar mal wieder auf den vierten Platz vorspringen können, wenn wir gegen Düsseldorf gewinnen. Oder hat Düsseldorf sehr viel mehr? Nee, Düsseldorf hat sogar eine schlechtere Tordifferenz als wir. Also mit einem Sieg haben wir mindestens einen Platz wieder nach vorne gewonnen. Und wären damit dann doch wieder relativ angeschlossen. Also Pauli und Stuttgart auch nur 2 Punkte entfernt. Da ist wieder einiges möglich. Ich hoffe mal einfach, dass wir das im nächsten Part schaffen werden. Zumindest ein bisschen. Und Stöger möchte spielen anstelle von Kanus. Alles klar, aber da müsste ja eigentlich Hogland spielen. Allgemein müssen wir aber einmal vollkommen durchrotieren, wie ihr hier seht. Die Spieler sind vollkommen fertig. Ich hoffe jetzt aber, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen und sage damit dann einfach bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Euer Mr. Panda.